der Wels. Inzwischen hat er sich rasant vermehrt und ist heute der schwerste und größte Süßwasserfisch Europas. Sie können 2,70 Meter lang werden. Ein verblüffendes Phänomen, das zahlreiche Fragen aufwirft. Wie konnte dieser Fisch so plötzlich auftauchen? Warum wird er so groß? Wie hat er sich so gut angepasst? Dieser Fisch fällt aus dem Rahmen und bereitet der Wissenschaft Sorgen. Dies ist eine neue Art, ein sehr großer Räuber. Da stellt sich die Frage, welche Folgen hat das für den Fischbestand im selben Gewässer? Mit anderen Worten, ist der Wels ein Schädling? Der Wels besitzt eine bemerkenswerte Vielfalt an Sensoren, mit deren Hilfe er seine Beute ortet. An die 250.000 Geschmacksrezeptoren befinden sich in seinem Maul, aber auch auf den Bartfäden, den Flossen und über den ganzen Körper verteilt. Diese Rezeptoren arbeiten mit seinem Geruchssinn zusammen, wodurch er aus der Ferne schmecken kann. Sein Geruchssinn ist ebenfalls hochentwickelt, denn es sitzen zahlreiche Rezeptoren in seinen Nasenlöchern, die über je einen Ein- und einen Ausgang verfügen, in denen das Wasser zirkuliert. Damit ist der Wels in der Lage, aus 10 Milliarden Molekülen ein bestimmtes herauszuriechen. Seine Haut ist schuppenlos, aber mit ganz besonderen Sinnesorganen ausgestattet, den lorenzinischen Ampullen. Sie sind über den gesamten Körper verteilt, besonders dicht am Kopf
und dienen dem Wels zur Wahrnehmung selbst schwacher elektrischer Felder. Dank dieser Elektrorezeptoren weiß der Wels nicht nur, dass sich Beute in der Nähe befindet, sondern auch, wie groß sie ist. Darüber hinaus funktioniert seine Schwimmblase wie ein Resonanzkörper und überträgt Vibrationen direkt ins Innenohr. Sie vervollständigt sein Seitenlinienorgan, mit dem er Druckunterschiede in seiner Umgebung registriert. Das lässt den Wels die hydrodynamischen Signale einer Beute auf die zehnfache Entfernung ihrer Größe wahrnehmen. Der Wels ist also bestens ausgerüstet für die Jagd. Er nimmt seine Beute nicht einfach nur wahr, er spürt sie anhand ihres Geruchs und ihrer Bewegung im Wasser auf. Er nimmt seine Umwelt besser wahr als alle anderen Fische im Fluss. Auch besser als der Mensch. Das ist ein schöner Fisch. Ein schönes Baby. Wels Angeln als Hobby bewegt sich zwischen dem Respekt vor dem Tier und dem Stolz auf die stattliche Trophäe. Gleich bist du wieder frei. Das spiegelt das Dilemma, vor dem wir stehen. Muss der Wels als Schädling deklariert und bekämpft werden? Ein Welsangler muss seinen heißgeliebten Favoriten natürlich verteidigen. Eine Auswirkung auf Weißfische wie Karpfen, Brassen oder Rotaugen konnten wir nicht eindeutig feststellen. Bis jetzt gab es keine Probleme. Auch die Wissenschaft scheint sich dem anzuschließen. Wir können den Verdacht, dass der Wels biologische Störungen verursacht, nicht bestätigen. Unsere Ergebnisse zeigen keinen signifikanten Einfluss des Welses auf andere Süßwasserfische. Und so hat der Wels auch die letzte Schlacht gewonnen, die um die öffentliche Meinung. In naher Zukunft wird er nicht mehr als Schädling eingestuft.